Hallo und herzlich willkommen zurück zu den fortgeschrittenen Konzepten der Funktionalanalysis. Zunächst einmal eine kleine technisches Vorgeplänkel. Seit dem 1. November bin ich fest am Arbeiten. Das heißt, seitdem ist meine Zeit, solche Videos zu produzieren, ein bisschen runtergegangen. Dementsprechend machen wir einen kleinen Kompromiss bei der Folgenlänge. Ich produziere jetzt nämlich nur noch Halbstundenfolgen und dementsprechend wird das Ganze wahrscheinlich ein paar mehr Folgen am Ende haben, aber das ist ja Gott sei Dank nicht so wahnsinnig schlimm. Ist aber für mich der einzige Kompromiss in dem Sinne, dass ich halt dann vernünftig die Sachen umsetzen kann. Gut, das zum Technischen. Jetzt gucken wir uns den letzten Abschnitt an von Kapitel 1, der so diese topologischen Vorbereitungen abschließt. Ne? Und zwar ist der übertitelt mit dem Subbasensatz und dem Satz von Tychonow. Also eigentlich ist es der Subbasensatz von Alexandrow oder Alexander, je nachdem, wie man den transkribiert. Und der schließt jetzt so ein bisschen den Kreis dieser vorbereitungstopologischen Kapitel, weil das ist sozusagen die Voraussetzung, dass wir dann in Kapitel 5 schwache Konvergenz und Schwach-Stern-Konvergenz diskutieren können. Und die beiden Konzepte sind wiederum eine ganz sinnvolle Geschichte, weil das öffnet uns sozusagen Tür und Tor für die Distributionstheorie und auf die möchte ich ja langfristig dann mal hinaus. Wir fangen jetzt also zunächst mal an, auf den Subbasensatz hinzuarbeiten. Und das machen wir folgendermaßen. Wir schauen uns mal an, wie können wir auf eine Menge eine gewisse Topologie induzieren, die ja eine Menge von Abbildungen respektiert. Das ist jetzt sozusagen der erste Schritt und das ist auch gleichzeitig Definition 7.1. Da geht es um sogenannte F-induzierte Topologien oder F-Topologien. Wo das F herkommt, werden wir uns jetzt gleich sofort angucken. Nehmen wir uns mal eine Menge X, irgendeine nicht leer. Nicht leer lasse ich wie immer häufig weg, weil sobald wir von der Topologie sprechen wollen, ist klar, dass wir nicht die leere Menge haben dürfen. Und wir nehmen uns eine Menge f, die soll nicht leer sein. Hier schreibe ich es explizit dazu. Und das soll sein eine Familie von Abbildungen, die letzten Endes nichts machen, als von der Menge x in einen topologischen Raum yf abzubilden. Also das sind einfach Abbildungen f von x nach yf. Und das yf, das ist häufig derselbe Raum, aber wir lassen das jetzt in der Form allgemeiner zu. Das sind einfach topologische Räume. Aber wie gesagt, häufig finden wir uns in der Situation wieder, dass für jedes F hier hinten der gleiche Raum steht. Dann sei zusätzlich T das System aller endlichen Durchschnitte. Na, endliche Durchschnitte an der Stelle konzeptuell überrascht uns auch nicht, weil wir ja auch schon sowas hatten wie die Finite Intersection Property, die FIP. Und da ging es ja auch um endliche Durchschnitte. Das ist also das System der endlichen Durchschnitte der Mengen f hoch minus 1 von v. Ja? Wobei das f ein Element aus dieser Familie von Funktionen oder von Abbildungen f sein soll. Und das V soll einfach eine Menge sein aus dem topologischen Raum yf offen. Also anders ausgedrückt, das V ist ein Element der Topologie des Raumes von yf. Und jetzt mischen wir eigentlich wieder Satz und Definition oder Definition und Satz. Mit diesen Setzungen hier ist dann nämlich T eine Topologie, das ist sehr leicht nachzurechnen. Schreibe da mal lapidar dran, Übung. Setzt euch einfach wirklich mal kurz hin und rechnet das nach. Das lohnt dahingehend, dass man nochmal die Definition einer Topologie wiederholt. Da ist keine Technik drin, die jetzt verstehen lässt, warum hier die Konstruktion als solches funktioniert. Aber es macht auch schon deutlich, warum wir hier nur endliche Durchschnitte nehmen dürfen. Ne? Genau. Das ist eine Topologie auf x. Und jedes f, und das ist jetzt die Eigenschaft eigentlich, die interessant ist, jedes f aus f ist dann stetig bezüglich dieser Topologie.
Na, das ist klar nach Definition, weil wir ja gerade alle Urbilder reinpacken. Tau oder T ist dann auch die schwächste solche Topologie. Da möchte ich jetzt weder eine Übungsaufgabe stellen, noch das Ganze näher beleuchten. Das ist ein topologischer Fakt, da könnt ihr mal in den Quernburg reingucken. Ja, irgendwas zwischen Initial- und Final-Topologie wird es da tun. Also T ist die schwächste solche Topologie. So, das ist jetzt eigentlich der Teil, der so Satzstruktur hat. Ne? Jetzt kommt die Definition, die hier eigentlich gefordert ist. Dieses T heißt nun die von F induzierte Topologie. Auf X. Und da das ein bisschen lang ist, wird die auch kurz die F-Topologie genannt. So. Da kann man sich jetzt erstmal nicht wirklich was drunter vorstellen. Na, also bevor ihr jetzt irgendwie denkt, dass ihr da zu blöd seid, Beispiele zu finden, nein. Das ist ein abstraktes Konzept. Wir werden gleich sehen, dass wir die Produkttopologie als solche, als so eine F-Topologie darstellen können. Nur das werden wir uns überlegen. Genau. Nicht kurz was überlegen, aber da braucht ihr nicht bei sein. Gut. So, wir machen jetzt ein kurzes Intermezzo. Und zwar verbinden wir jetzt zunächst mal dieses Setting, dass wir Abbildungen haben f von x auf einem topologischen Raum yf. Das verbinden wir mit unseren Überlegungen zu punktetrennenden Familien. Also Idee oder Setting, es sei zusätzlich zu dem, was wir hier oben gefordert haben, jedes yf ein Hausdorffraum. Und das Groß F eine punktetrennende Familie. Punkte trennend auf x, was hieß das? Das heißt, für zwei Punkte x und y aus x, die nicht gleich sind, gibt es einen f aus der Familie Groß F, sodass die Bilder von x und y auch nicht gleich sind. Na, das war Punkte trennend. Und die Aussage ist jetzt dann, ist auch x ein Hausdorffraum. So. Der Beweis hierzu ist eine geschickte kleine Übung. Na, man muss ja im Prinzip nur die korrekten Umgebungen hinschreiben und das sich aus der Punktetrennung hinzubasteln und aus den Hausdorffräumen, das überlasse ich euch mal als kleine Übung. Das ist eine Fingerübung zur Topologie. Passiert nichts Böses. Ne? Das ist eine ganz simple Aussage. Hier aber eine schöne Struktur, weil wir geben jetzt Strukturen nur auf den Zielräumen vor. Und wir geben eine Eigenschaft von f vor und dann folgt sofort was für den Raum x selbst. Gut. Also ein Hausdorffraum natürlich dann bezüglich der Topologie T, die wir hier oben eingeführt haben. Das ist nicht notwendig, jetzt diese Aussage hier in den Kontext einzubauen, aber wenn wir jetzt mit der Produkttopologie gleich ein bisschen rumspielen, dann kommen wir an eine Stelle, wo wir das ausnutzen wollen. Deswegen möchte ich das hier zur Verfügung haben. Also, jetzt versuchen wir erstmal ein Beispiel zu basteln für so eine F-Topologie, die wir im Optimalfall schon kennen. Und wie jetzt schon zweimal erwähnt, wir werden jetzt sehen, dass wir sozusagen die Produkttopologie hier reinkriegen. Und zwar mit den Projektionen als F. Was machen wir also? Wir nehmen uns mal erstmal eine Indexmenge A. Eine Indexmenge. Und dann nehmen wir uns eine Familie topologischer Räume. X Alpha, T Alpha, Alpha aus A. Eine Familie topologischer Räume. Ja, ich schreibe es jetzt nochmal hin mit X Alpha ungleich leer. Für alle Alpha aus A. Auch wenn das eigentlich die Definition eines topologischen Raums schon fordert. Jetzt setzen wir uns fest, das kartesische Produkt, das ist jetzt hier einfach so ein x
nichts anderes als das Produkt über alle Indizes Alpha aus A, X Alpha. Das hatten wir uns schon mal definiert, das ist die Menge aller Abbildungen von der Indexmenge in die Vereinigung aller X Alpha. Und zwar so, dass wenn ich das A einsetze, dass ich in X Alpha lande, das Alpha, Entschuldigung, nicht das A. Ja, ich habe das hier nochmal hingeschrieben, hat auch nochmal eine Nummer gekriegt. Das sei einfach das kartesische Produkt der X-Alpha. Ja, da muss man sich ja am Anfang immer ein bisschen Gedanken machen, wie das Ganze für überabzählbare Indexmengen aussieht. Aber letzten Endes ist das immer die gleiche Soße. Ich wiederhole das nur an geeigneten Stellen immer gerne nochmal, damit man diese Sachen immer wieder sieht. So, jetzt können wir das Auswahlaxiom bemühen. Das Axiom of Choice. Das sagt uns dann natürlich sofort wieder, dann ist x ungleich 0. Also x ist nicht leer. Da ist irgendwas drin. Und jetzt können wir sozusagen uns über die Produkttopologie unterhalten. Wie war die Produkttopologie denn im Prinzip charakterisiert? Naja, das war diejenige Topologie, so dass alle Projektionen stetig sind. Und das ist die schwächste Topologie, so dass alle Projektionen stetig sind. So war die Produkttopologie charakterisiert. Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen die Projektion Pi Alpha, Alpha aus A setzen als F, dann haben wir hier sofort das Setting dieser induzierten Topologie. Also setze F gleich Pi Alpha, Alpha aus A, wobei Pi Alpha die wie haben wir das mal genannt? Kanonischen Projektionen. Das heißt Pi Alpha von der Vereinigung oder vom Produkt auf den X Alpha drauf, ne? Auf die Alpha der Komponente, wenn wir so wollen, ne? Schreiben wir es hin. Dann haben wir es alles nochmal schön an einer Stelle gesammelt. Pi Alpha ist eben genau von X. X war der Produktraum auf die Komponente X Alpha. Und so ein X wird abgebildet auf die alpha-te Komponente, also auf X von Alpha. Genau. Ne? Dann folgt hier, dass die Produkttopologie in ihrer Charakterisierung gerade eben die F-Topologie ist. Damit haben wir dann, ja, ich möchte hier nicht von konkreten Beispielen reden. Ne? Also das Problem ist ja, oder was heißt das Problem, die Macht der Funktionalanalysis in dem Setting ist ja gerade, dass wir eben nicht unbedingt in konkreten Situationen sein müssen, sondern dass wir einen hohen Abstraktionsgrad haben. So, und das führt jetzt zwangsläufig natürlich dafür, dass wenn wir hier sagen, konkretes Beispiel, dass das ein Beispiel ist, dass ein Konzept, was schon super abstrakt ist, zurückführt auf ein nicht ganz so abstraktes Konzept, was aber immer noch abstrakt ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich aussagen möchte. Zahlenbeispiele oder konkrete Beispiele im echten Leben kommen jetzt hier erstmal eine ganze Zeit nicht vor, bis wir uns jetzt in Kapitel 2 sozusagen wieder mit Fourier rein, mit etwas wirklich Handfesterem beschäftigen. So. Das heißt, hier haben wir jetzt so ein erstes Beispiel für eine F-Topologie und jetzt wollen wir uns noch sozusagen einen weiteren topologischen Raum schnappen. Also ist Y ein weiterer topologischer Raum und F von Y nach X eine Abbildung. So ist das F stetig, genau dann, wenn alle Koordinatenabbildungen stetig sind. Weil Koordinatenabbildungen jetzt in dem Kontext vielleicht einmal hinschreiben sollten. Also f ist stetig genau dann, wenn alle Koordinatenabbildungen. Ja, was meine ich damit konkret? Naja, das ist einfach so, dass wir die Projektionen dazwischen schalten wollen. Also Koordinatenabbildung soll heißen f Alpha gleich Pi Alpha nach F. Das geht dann von Y nach X Alpha, wenn die alle stetig sind. Da können wir uns vielleicht am ehesten ein Diagramm zu vorstellen. Wir haben hier irgendwo
unseren Raum y, wir haben unser x, dann haben wir hier einen Pfeil y nach x, das ist das f. Von dem x, das ist immer noch der Produktraum, gehen wir runter aufs x-Alpha, Vermöge der kanonischen Projektion. Und dann haben wir hier Pi Alpha nach f. Also was machen wir zunächst? Wir machen zunächst f und dann Pi Alpha. Das heißt hier, das Dingen, das ist dann unser f Alpha. Das meinen wir mit Koordinaten, Koordinatenabbildung. Und wenn die alle stetig sind, dann ist das f selber wieder stetig. Wenn man jetzt Topologie schon ein bisschen mehr gemacht hat, dann merkt man hier vielleicht, okay, wir haben hier eine Art von Initialtopologie. Das heißt, wir sind hier in einem etwas größeren Kontext. Für die Funktionalanalysis ist das aber für uns Gott sei Dank vollkommen irrelevant. Was jetzt aber zum Tragen kommt, ist diese Vorbemerkung. Ist nämlich jedes der x-Alpha einen Hausdorff-Raum? So auch x. Ne? Begründung. Naja, sind x gleich x-Alpha, y gleich y-Alpha, Elemente aus x, ja, dann existiert ja ein a, also existiert ein Alpha aus dem a, sodass eben x-Alpha ungleich y-Alpha ist. Das heißt aber insbesondere, Entschuldigung, allgemein natürlich nicht, wir müssen voraussetzen, dass x ungleich y sind. So, das muss hier noch rein. Dann existiert immer so ein Index. Das heißt aber, wenn ich die Projektion angucke, Pi Alpha von x, und ich gucke mir an Pi Alpha von y, dann sind die natürlich auch ungleich. Das heißt aber, die Familie f Pi Alpha, Alpha aus a, hier oben, die ist punktetrennend. Und damit können wir die vorherige Bemerkung sozusagen anwenden. Ja. Das heißt, hier haben wir den Fall, wenn wir x-Alpha wissen, dass die Hausdorff-Räume sind, dann können wir hier mit den Projektionen was über x aussagen. Und x ist ja häufig ein viel schwieriger Raum. Weil wenn wir uns überlegen, x-Alpha sind ja die Räume, die sozusagen noch halbwegs einfach sind, weil das sind ja nur die einzelnen Komponenten, die durch die Projektion rausgeschoben werden. X ist aber ja die Vereinigung bzw. der Produktraum aus den allen. Das heißt, das ist unter Umständen ein viel, viel, viel größerer und schwieriger Raum, während die x-Alpha an sich teilweise ja vielleicht sogar gar nicht so schlecht sind. Ne? Gut, na, damit hätten wir dann auch ein Beispiel für diesen Zwischenschub. So, jetzt ist es so, dass wir als erstes Ziel ja den Subbasensatz haben. Und das Dingen ist jetzt folgendes. Wir wollen jetzt zunächst mal dann den Begriff Subbasis einführen. Mit der Subbasis kriegen wir dann sogenannte Überdeckungen raus. Das hat jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel damit zu tun, was wir davor gemacht haben, aber da werden wir drauf zu sprechen kommen. Wenn wir das dann haben, dann kommt einer der wichtigsten Sätze der Topologie, nämlich der Satz von Tichonow. Und der basiert dann in seiner Grundlage auf diesem Subbasensatz. Die jetzt gerade eingeführten induzierten Topologien brauchen wir im Wesentlichen dann, wenn wir über schwache Konvergenz reden oder über Schwachsternkonvergenz oder über Schwach- und Schwachstern im Allgemeinen. Da gibt es nämlich ein allgemeines Konzept hinter. Das heißt, das ist jetzt eher so ein bisschen, wir sagen mal, auf Halde gebaut. Und jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Zunächst also mal, was sind Subbasen und was ist eine Überdeckung? Achso, und der Begriff Überdeckung sollte uns natürlich schon mal darauf hinleiten, dass dieser Satz von Tichonow, wenn er Überdeckung und Subbasensatz benutzt, dass er dann vielleicht was mit Kompaktheit zu tun hat. Und genau das werden wir dann auch sehen. Also Definition 173. Wir nehmen uns einen topologischen Raum x, t. Und dann nehmen wir uns ein Element, eine Teilmenge aus der Topologie. Nicht ein Element unbedingt, aber eine Teilmenge. So, diese Teilmenge S heißt dann Subbasis. Von T.
Wenn die Menge, und jetzt kommen wieder endliche Durchschnitte, wenn die Menge aller endlichen Durchschnitte von Elementen von S wenn diese Elemente eine Basis bilden. Basis hatten wir ja schon definiert. Ja, Subbasis heißt also im Prinzip nur, wir sind ein bisschen unter einer Basis. In dem Sinne, dass wenn wir von den Elementen der Subbasis alle endlichen Durchschnitte bilden, dass wir dann auf einer Basis landen. Das ist der erste Teil. Jetzt kommen wir zu der Überdeckung. Wenn wir uns eine Menge S' nehmen, Teilmenge von S, und wir wissen, dass die Vereinigung aller Elemente U Teilmenge x, sodass U in S' ist, dass das gleich x ist, das heißt, dass ich auf diese Weise den ganzen Raum überdecke, dann nennt man dieses S' eine S'-Überdeckung. Jetzt ist es natürlich für diese S'-Überdeckung in der Regel nicht so wahnsinnig wichtig, dass da Elemente drin sind, die Teilmenge einer Subbasis sind. Das ist aber für die Praxis in dem Sinn wichtig, weil uns dieses Problemfeld existiert, interessiert. Ja, weil uns interessieren eigentlich nur Subbasen und dann eben entsprechende Überdeckungen aus Elementen von Subbasen, weil da können wir was mitmachen. Was wir damit machen können, ist, wir können auf Kompaktheit überleiten. Kompaktheit haben wir ja in Kapitel 1.1 schon definiert und beleuchtet. Und jetzt können wir eben anfangen mit dem Subbasensatz von Alexander. Den werden wir heute im Beweis wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Aber wie gesagt, ich möchte mich jetzt halt an diese Halbstundenfolgen gewöhnen. Aber der Satz ist schnell formuliert, das heißt, es ergibt keinen Sinn, jetzt gleich nach 22 oder 24 Minuten wird es sein, den Cut zu setzen. Das heißt, wir werden noch ein bisschen Beweis machen. Aber ich werde jetzt nicht durchhetzen, um zu gucken, dass wir in der halben Stunde bleiben, sondern wir teilen im Zweifel auch in Beweisen. Suchen uns dann halt einen schönen Cut raus. Was sagt der jetzt aus? Wir nehmen uns einen topologischen Raum. Dann nehmen wir uns eine Subbasis der Topologie. Die nennen wir S. Wie die Topologie auf X heißt, macht erstmal jetzt spielt keine große Rolle. Und wir setzen voraus, dass jede S-Überdeckung von X eine endliche Teilüberdeckung besitzt. Ferner habe jede S-Überdeckung von X eine endliche Teilüberdeckung. Das heißt, wir müssen nicht mehr für jede Überdeckung gehen, sondern nur noch für S-Überdeckungen von der Subbasis. Das ist ja eine wesentlich kleinere Zahl. Und dann folgt, X ist kompakt. Ja, das ist also eine Verschärfung der Überdeckungskompaktheit. Nur, dass wir jetzt nur auf eine Subbasis gehen müssen. So. Und den Beweis führen wir jetzt per Widerspruch. Wir nehmen mal an, dass dieses x dann nicht kompakt sei. Also Annahme, x ist nicht kompakt. So, jetzt betrachten wir das System P aller Überdeckungen, die keine endliche Teilüberdeckung besitzen. Also, wir betrachten das System P aller Überdeckungen von x, die keine endliche Teilüberdeckung besitzen. So, jetzt wissen wir, wir haben ja angenommen, dass das x nicht kompakt ist. Ja? Das heißt, es gibt mindestens eine Überdeckung, die keine endliche Teilüberdeckung besitzt, weil gäbe es die nicht, dann wäre x ja kompakt. So, wir haben aber angenommen, das ist nicht der Fall. Das heißt, P ist nicht leer, weil es mindestens ein Element da drin geben muss. So, und jetzt ist der Trick,
Wir führen auf P eine Ordnung ein und benutzen dann das Lemma von Zorn. Also, machen wir schrittweise. Wir führen nun auf P eine Ordnung durch die Mengeninklusion ein. So, wenn wir das machen, dann ist das P induktiv geordnet. Begründen wir kurz. Ja, warum ist das induktiv geordnet? Was müssen wir dafür machen? Naja, wir müssen uns eine Kette nehmen in P. Und dann müssen wir eine obere Schranke der Kette konstruieren. Ne? Und das machen wir folgendermaßen. Ist K so eine Kette? Dann ist natürlich die Vereinigung aller Kettenelemente eine obere Schranke. Also eine Kette in P muss man korrekterweise dazu schreiben. So ist Vereinigung K aus der Kette und dann kommt K hier hin. Das ist dann natürlich eine obere Schranke. Und damit haben wir eine induktive Ordnung. So, induktiv geordnet heißt aber, Lemma von Zorn, es gibt ein maximales Element auf dem P. Nicht Eis. Es existiert ein maximales Element Gamma aus P. Ja, mit dem Gamma gelten dann ein paar Eigenschaften. Und zwar A, das Gamma muss eine offene Überdeckung sein. Weil in P liegen ja nur Überdeckungen. Und offen, weil wir Überdeckungen, weil offene Überdeckungen nehmen. Ne? Ja, das heißt, hier sollten wir überdenken, über ergänzen aller offenen Überdeckungen. Das ist implizit immer klar, weil nur dann können wir was über Kompaktheit sagen, aber Gamma ist eine offene Überdeckung von X. Das zweite, was wir hier rauskriegen, Gamma besitzt als Element von P keine endliche Teilüberdeckung. Ja, das ist die Definition von P. Und jetzt benutzen wir, dass das Gamma maximal ist. Für alle U-Teilmenge X, die offen sind und die nicht in Gamma liegen, ist Gamma mit U so gebaut, dass es eine endliche Teilübersetzung besitzt. So, da müssen wir jetzt vielleicht noch ein Wörtchen zu sagen. Wäre das hier nicht der Fall, dann könnte ich ja U zu Gamma dazu nehmen und das hätte dann wieder keine endliche Teilüberdeckung. Aber Gamma war maximal mit dieser Eigenschaft. Das heißt, wenn ich eine offene Menge noch dazu packe, muss das plötzlich eine endliche Teilüberdeckung besitzen. Weil sonst wäre Gamma nicht maximal gewesen. Also hier steckt hinter, Gamma ist maximal. So. Jetzt setzen wir Gamma Hut fest als Gamma geschnitten mit der Subbasis. Dann sagt uns hier diese Eigenschaft B, dass das Gamma Hut keine endliche Teilübersetzung besitzen kann. Keine endliche Teilüberdeckung. So. Was wir jetzt noch zeigen, also nicht jetzt, aber was wir noch zeigen müssen, das Gamma-Dach ist eine Überdeckung von X. Und damit machen wir an der Stelle den Cut. Was ihr jetzt machen könnt bis nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, oder immer ihr das guckt, überlegt euch mal, warum reicht es denn aus, zu zeigen, dass das Gamma-Hut eine Überdeckung von X ist? Warum folgt dann wo kommt dann der Widerspruch zur Voraussetzung her? Und dann, wie macht man das? Wie macht man das, ist ein bisschen Technik. Wie man den Widerspruch hier rauskriegt, das ist relativ straightforward.
Da müsst ihr euch mal kurz hinsetzen, vielleicht, und das durchsetzen oder durchspielen. Wir gucken uns das aber dann beim nächsten Mal sehr genau an. Ne? Gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss.